Ja, hallo Freunde, grüßt euch. Mein Name ist Siegfried Eichhorn, mein Kanal beschäftigt sich mit Fotografie und Filmtipps. Und im heutigen Video bin ich hier in München. Ihr könnt es vielleicht schon erkennen, ich bin hier vor dem Olympiastadion. Und da geht es heute darum, ins Olympiastadion reinzugehen und ein paar coole Architekturfotos zu schießen. Ich nehme die Kamera mit, so könnt ihr mich begleiten auf meiner Entdeckungstour. Und ja, ich war jetzt noch nie drin, um da Fotos zu machen. Erst einmal bei einem Fußballspiel. Da achtet man eigentlich weniger auf Fotospots, weil die Halle oder das Stadion voll war. Aber heute möchte ich mich echt darauf konzentrieren, irgendwelche coolen Shots zu machen, die symmetrisch irgendwie angehaucht sind. Ich will Linienführungen beachten. Und da muss ich jetzt einfach schauen, was auf mich zukommt. Um 11 Uhr macht das Stadion auf, ist gleich soweit. Und jetzt begebe ich mich mal in Richtung Kassel. Ich bin jetzt drin im Stadion, allerdings ist es super schwer für mich hier einen schönen Fotospot zu finden. Was ich hier anbieten würde, wäre der Treppenaufgang hier direkt hinter mir. Allerdings sind da diese unschönen Schatten zu sehen auf den Stufen, die eben von den Sitzreihen kommen. Ich meine, das wäre ein schönes Bild, aber diese Schatten hier, die nerven mich und ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite, weil da trifft die Sonne frontal drauf und da versuche ich doch mal da dieses Foto einzufangen von diesem schönen Treppenaufgang. Was mich ein bisschen stört, ist, dass hier komplett alles abgesperrt ist. Man darf nicht in den Innenraum des Stadions und das finde ich schon mega schade. Aber so ist es halt in Bayern, ne? Alles ist verboten. Aber ich mache es, glaube ich, trotzdem und entschuldigen kann ich mich immer noch später, oder? Was denkt ihr? Ja, und es ist so, das Stadion wurde ja 1972 gebaut, extra für die Olympischen Spiele. Hier passen, glaube ich, 69.000 Leute rein. Und es ist schon echt phänomenal, wenn man hier so steht und ja, sich das anschaut. Man ist echt überwältigt von dieser Dachkonstruktion. Ich glaube, die ist einmalig in Europa. Zumindest kenne ich kein anderes Stadion, was so eine schöne hängende Dachkonstruktion hat. Aber die will ich jetzt eigentlich nicht einfangen, sondern eigentlich eher diese Treppe. Jetzt gehe ich mal komplett rüber und schaue, ob es da besser ist. Leider ist auf der Seite, wo die Sonne sehr schön reinfällt, die Treppen nicht so schön gelb wie hier. Also bleibe ich jetzt hier und zeige einfach, was möglich wäre, wenn die Sonne von genau vorne käme. Hier würde ich das Foto jetzt wirklich so machen, dass diese Treppenstufen oder die angemalten Kanten direkt parallel hier zum unteren Bildrand erscheinen. Und dann würde ich hier auch nichts von dieser Tatanbahn und der Wiese draufnehmen, sondern würde das Bild wirklich hier abschneiden und dann auch hier so das Foto machen. Vielleicht macht es auch Sinn, näher ranzugehen, die Kamera auch etwas weiter anzuheben. So in etwa. Wenn jetzt diese blöden Schatten da nicht wären, wäre es eigentlich ein ziemlich geiles Bild. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Und die Perspektive von unten nach oben zu fotografieren eignet sich ja auch ganz gut. Ich bin jetzt hier auf ca. 24 mm, ziemlich bodennah. Und so könnte das Foto dann schon klappen, ne? Es ist extrem schade, dass man sich hier nicht frei bewegen kann. Aber zumindest kann ich jetzt hier nochmal die Stuhlreihen fotografieren. Da bietet sich jetzt auch an, hier auf diese Formen und Symmetrien zu achten und einfach mal von unten nach oben zu schießen, dass man diese schönen Zahlen im Blick hat. Und ja, weiter oben ist schon wieder Schatten zu sehen, das macht das Bild auch nicht besser. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier einfach mal auf 10 Reihen und fotografiere die jetzt. Ja, und hier bei dem Bild ist eigentlich auch nur darauf zu achten, dass ihr die Kamera einigermaßen gerade haltet. Also die Wasserwaage ist dann eine gute Hilfe hier im Display. Und ansonsten 11er Blende, dass alles scharf ist. Und dann halte ich drauf.
wenn die Sonne jetzt genau von gegenüber käme, wären die Stühle richtig schön angeleuchtet. Beziehungsweise man muss sich da eigentlich einen Tag raussuchen, an dem Wolken am Himmel sind oder es diesig ist. Dann habt ihr keine Schatten und dann kommen die Bilder noch mal viel besser. Das wäre jetzt so mein Tipp, den ich euch geben könnte. Also es ist doch schwieriger, als ich mir vorgestellt habe, hier schöne Bilder zu machen. Ich will es jetzt nicht nur aufs Wetter schieben. Wenn man hier ankommt, ist man erstmal vor eine Aufgabe gestellt, finde ich. Hier gibt es so viel zu fotografieren, aber es muss halt auch noch was aussehen. Schau mal auf einer 9er Blende, mal leicht diagonal den Anschnitt. Aber ich finde, da kann das Bild auch nichts. Jetzt habe ich ja doch noch mal einen Treppenaufgang gefunden, an dem die Schatten direkt unter dem Treppengeländer sind. Da teste ich jetzt auch noch mal das Bild. Oh, nee. Entschuldigung, können Sie mir mal die Kamera kurz reichen? Ich will da hochklettern. Ja. Das ist sehr gefährlich. Ja, ich weiß. Ich will ja nur hier auf die Stange, aber mit Kamera lasse ich die bestimmt fallen. Oh. So, jetzt stehe ich sicher. Jetzt bräuchte ich es. Gut, vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Passt. Runter geht, runter. Ja, ja, runter hüpfe ich. Okay, danke schön. Paulaner. Ja. Manchmal muss man auch ungewöhnliche Perspektiven suchen, um einfach einen geilen Shot zu kriegen. Und ich glaube, das wird der beste Shot werden. Also wichtig für mich, was nehme ich heute mit? Architekturfotografie, speziell hier im Olympiastadion, ist gar nicht so einfach, da überhaupt mal den Blick zu haben, was man überhaupt fotografieren kann. Das ist eine ganz andere Liga, aber ich habe jetzt das mitgenommen, was mir möglich war und verabschiede mich jetzt mit dem heutigen Video und sage Bye-bye, euer Sigi heute aus dem Stadion.